Hi Leute, mein Name ist Daniel, Gründer und Eigentümer von Skavidan Skate Shoe und Skate Shop aus Wahl am Rhein in Deutschland. So, wie ihr gerade gesehen habt, das war jetzt der Pole Dance Stop. Und in diesem Video lernen wir jetzt gemeinsam ein paar unkonventionelle Möglichkeiten zu bremsen, wie hier zum Beispiel eben den Stop. Und schauen wir, was das Video bringt. Kommt mit und habt Spaß! Der allererste Stopp, welchen wir in diesem Video gemeinsam lernen werden, ist der Crash Stop. Hier weichen wir zum Beispiel einer Gefahr oder einer Person aus, indem wir uns einfach in eine Wiese oder ähnliches rollen lassen, um uns von dieser abbremsen zu lassen oder weich zu fallen. An dieser Stelle möchte ich erwähnen, dass ich in jedem Fall empfehle, richtige und effektive Bremstechniken mit den Inlineskates zu erlernen. Die hier gezeigten Methoden sollen uns jedoch zumindest so lange begleiten, bis wir die ersten richtigen Bremstechniken auf Inlineskates gelernt und gemeistert haben. Denn somit können wir im Notfall auf ein kleines und einfaches Repertoire zurückgreifen und einem womöglichen Sturz oder Crash vorbeugen. Letzteres soll das Lernen als auch das Skaten einfach Spaß machen und dieser kommt hiermit mit Garantie nicht zu kurz. Der Crash Stop kann uns zum Beispiel helfen, nach und während einer Abfahrt langsamer zu werden, um sicher herunter oder zum Stehen zu kommen. Zudem kann uns dieser helfen, vor manchen Straßenüberquerungen oder Kreuzungen zum Stehen zu kommen. Die aber wohl am häufigsten auftretende Situation ist das Entgehen eines Crashs, zum Beispiel auf einem Fahrradweg. Aber genau neben solchen befindet sich oft eine kleine Wiese oder ähnliches. Je nach Beschaffenheit, Trockenheit und Nässe ist die Gefahr des Stolperns oder des Hängenbleibens mal geringer und mal höher, wenn wir auf das Gras fahren. Damit wir also beim Hineinfahren das Gras nicht direkt hinfallen, ist es wichtig, dass wir tief in die Knie gehen. Zudem versuchen wir die Skates versetzt, aber dennoch seitlich parallel zueinander zu halten. Das Knie unseres hinteren Beins versuchen wir so weit nach vorne zu drücken, dass sich dieses oberhalb der Zehen befindet. Unser Po sollte sich oberhalb der Ferse des hinteren Fußes befinden. Zuletzt achten wir darauf, dass sich die Beine seitlich gesehen nah beieinander befinden. Wie der Name schon sagt, machen wir uns beim Pole Stop eine Stange, einen Mast, eine Straßenlaterne oder ähnliches zunutze. Wir rollen darauf zu, halten uns daran fest, drehen uns dort herum und kommen so zum Stehen. Einfach gesagt, einfach getan. Aber dennoch gibt es auch hier einige Dinge, welche wir beachten sollen. Wie immer, für ein besseres Gleichgewicht versuchen wir tief in den Knien zu stehen, sodass sich unsere Knie jeweils oberhalb der vordersten Rolle unserer Skates befinden. Für den Pole Stop stellen wir uns nun an eine beliebige Stange. Dort stützen wir uns mit unseren gebeugten Armen dagegen. Jetzt versuchen wir, unsere Skates im Bereich der Ferse in einem 90-Grad-Winkel aneinander zu stellen. Klappt dies, drücken wir nun noch unsere Knie nach außen, so dass sich diese oberhalb unserer Zehen befinden. Je weiter wir die Knie nach außen drücken und je mehr wir uns nach vorne gegen die Stange lehnen, desto einfacher fällt es uns, uns sicher um die Stange zu drehen. Wichtig ist, dass wir unsere Arme dabei nie komplett ausstrecken. Wir halten unsere Arme gebeugt, so dass wir den Zusammenstoß mit der Stange leicht mit unserer Armmuskulatur abfedern können und leichter in das Herumdrehen kommen. Skaten wir nun etwas schneller, so besteht die Möglichkeit, dass wir beim Greifen der Stange mit den Händen abrutschen. Dadurch könnte es passieren, dass wir nun leicht langsamer werden, den Griff verlieren und zum Beispiel dennoch auf die Straße rollen oder fallen. Um genau das zu verhindern, greifen wir die Stange nicht nur, sondern umschlingen diese mit unseren Armen. Hier achten wir darauf, dass wir die Stange sozusagen mit unseren Ellenbogenhöhlen greifen. Dies kann beim Drehen ohne Schütze etwas schmerzhaft sein, aber hey, das ist allemal besser als zum Beispiel vor ein Auto zu fallen oder in einen Radfahrer zu crashen. Damit wir nun nicht mit dem Kopf gegen die Stange schlagen, lehnen wir uns als auch unseren Kopf nach hinten. Und im besten Falle haben wir selbstverständlich auch ein paar Protektoren und einen Helm an. Benötigt ihr noch gute und bequeme Protektoren oder einen Skatehelm, dann schaut einfach mal bei uns im Webshop oder lokal vor Ort vorbei. Um die passende Größe zu finden, verwendet einfach die beigefügten Größentabellen oder wendet euch vor dem Kauf persönlich an uns.
Den nächsten Stopp nenne ich mal Wall Stop. Hier lassen wir uns einfach gegen eine Stange oder Wand rollen. Achtung, diese Art des Stopps ist nicht für höhere Geschwindigkeiten geeignet und wir sollten diese Methode auch nur im Notfall anwenden. Was wir hier zudem in jedem Fall vermeiden müssen, ist, dass wir unsere Arme durchstrecken. Wir halten unsere Arme für den Aufprall gegen die Wand in jedem Fall gebeugt, denn nur so können wir den Aufprall mit unserer Muskulatur auch abdämpfen. Den Kopf drehen wir beim Aufprall zur Seite. Die Fingerspitzen bzw. Hände sollten im besten Fall jeweils zur Innenseite, also zueinander zeigen. Leider habe ich das in diesem Videobeispiel nicht immer beachtet. Rollen wir nicht gegen eine Wand, sondern gegen einen Pfosten, dann können wir unseren Kopf auch neben der Stange halten und ihn somit schützen. So oder so, bitte verwende diese Methode niemals ohne einen Helm. Kommen wir zur letzten ungewöhnlichen Art zu bremsen, dem Stairstop. Beim Stairstop rollen wir gegen eine Treppenstufe oder Wand, um zum Stehen zu kommen. Alternativ können wir aber auch auf eine Treppenstufe springen bzw. auf eine Treppenstufe fahren. Der Vorteil, so können wir uns weiter nach hinten lehnen und insgesamt sanfter zum Stehen kommen. Um auf die Treppenstufe zu gelangen, ziehen wir einfach unsere vorderen Rollen nach oben. Je nach Höhe der Stufe kann es aber auch manchmal sein, dass wir einen leichten Sprung machen müssen. Wie wir das Springen mit Inlineskates perfekt lernen, erfahrt ihr in einem extra Video. Den Link hierzu findet ihr in der Beschreibung unter dem Video. Haben wir Inlineskates mit 4 Rollen, dann versuchen wir zwischen unseren mittleren Rollen auf die Treppenstufe zu landen. Haben wir Inlineskates mit 3 Rollen, dann versuchen wir zwischen den beiden hinteren Rollen unserer Inlineskates zu landen. Haben wir Aggressive Inlineskates, dann landen wir ganz einfach in unserem Groove zwischen unseren Rollen. Beim Landen auf der Treppenstufe gehen wir tief in die Knie, um den Stoß mit unserer Beinkraft sanft abzubremsen. Zudem lehnen wir uns beim Aufkommen auf die Treppenstufe nach hinten. Und je schneller wir skaten, desto weiter müssen wir uns auch nach hinten lehnen. Alternativ können wir uns auch einfach gegen die Treppenstufe oder eine Bordsteinkante rollen lassen. Hierbei könnten wir je nach Skate jedoch die Schale unseres Skates beschädigen. Im Videobeispiel sind die Rollen so groß, dass die Treppenstufe oder die Wand den Skates selbst niemals berühren würden und somit macht es den Skates auch nichts. Während wir gegen die Treppenstufe fahren, müssen wir unbedingt unsere Zehen einziehen. Ansonsten kann es sehr, sehr schmerzhaft werden. Ja, zudem lehnen wir uns für den Aufprall auch weit nach hinten, da wir ansonsten nach vorne über die Treppenstufe geschleudert werden könnten. Und selbstverständlich können wir mit dieser Methode auch gegen eine Wand fahren, um zu stehen zu kommen. Hierfür achten wir aber unbedingt darauf, dass wir unseren Kopf beim Aufprall zur Seite drehen. Zudem zieht auch hierfür unbedingt einen Skatehelm an. Und vergesst nicht, euch vor dem Aufprall nach hinten zu lehnen. Und das war's auch schon wieder mit dem Video. Jetzt lasst uns unsere Skates anziehen und eine Runde rollen gehen. Oder auch ein paar mehr. Und bis zum nächsten Mal. Ciao!